Ihr Hauptleut, lasst die Trommel ruhen und lasst euer Fußvolk halten an. Mutter Courage, die kommt mit Schuhen, in denen's besser laufen kann. Ja, Mutter Courage ist eine vielschichtige Figur, die einfachste Seite ist, dass sie eine Frau ist, die schon lang in Kriegszuständen lebt und daraus das Beste macht und um ihr und ihre Kinder überleben willen, aus dem Krieg ein Geschäft für sich herausholt. Ich bin ruiniert. Was? Was ist da mein Pech? Der Friede bricht mir den Hals. Sie sind eine Hyäne des Schlachtfelds. Was mir besonders wichtig ist, dass Brecht in seinem epischen Theater es darum geht, dass wir nicht nur einfach zuschauen und mitleiden, sondern dass man immer auch darauf schaut, wie passiert denn das und warum und was müsste denn an den Verhältnissen anders gedacht sein und geändert werden, damit das nicht passiert. Und diese Verfremdungseffekte sind eben Songs, sind Titularien und eben ist bei mir auch Video. Ich denke, wenn Brecht heute gearbeitet hätte, würde er sicher mit Video arbeiten. Ihr Hauptleut, eure Leut marschieren, euch ohne Furcht nicht in den Tod. Also die Musik von Paul Tesser ist sehr merkwürdig und sehr eigenartig. Die kurzen Momente, die zu einer Auflösung führen, werden oft wieder gebrochen oder zerstört. Es geht ja auch um Krieg.